Wegen des Streits zwischen Russland und der Ukraine darf die Gasversorgung in der EU nie wieder gefährdet werden, forderte Kommissionspräsident Barroso. Im Jahr 2009 war das. Doch in diesen Tagen zeigt sich, das Thema bleibt hochentzündlich. Die EU vermittelt mal wieder zwischen Russland und der Ukraine mit dem Ziel, die Versorgung hier zu sichern. Das erinnert an Abrüstungsverhandlungen. Kein Wunder, denn Gaslieferungen sind auch eine Waffe. Hintergründe von Andi Künast. Sind Sie vom russischen Staatsfernsehen? Nein, verschwinden Sie. Russische Sitten dieser Tage in Berlin, wo Moskaus Energieminister seinen Verhandlungspartner routiniert übersieht. Der steht ein paar Meter weiter und guckt genauso weg. Kein Gruß, kein Blick. Energie ist Waffe und Waffe ist Krieg. For today, Russia is unhappy. Russland ist unzufrieden, weil die Ukraine ihr Schicksal durch eigenen Willen entschieden hat. Wir haben uns entschieden, das Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterschreiben. Und Russland verwendet Energie als eine Art politischer Nuklearwaffe. Wir haben unseren ukrainischen Freunden ja eine Lösung angeboten, aber wir bekommen seit 2 Monaten kein Geld. Also, wer verwendet Gas als Waffe? Doch wohl die Ukraine. Es ist der Krieg hinter dem Krieg, der in Berlin geführt wird. Gazprom, Russland, mit Milliardenforderungen gegen Naftogaz, Ukraine, das die Höhe der Schulden bezweifelt. Bis zur letzten Minute versucht die EU zu vermitteln. Aber wenn Kommissar Oettinger keinen Kompromiss findet, dreht Russland der Ukraine den Gashahn zu. Am Dienstag, 10 Uhr Ortszeit. Die Folgen wären unabsehbar, auch für die Versorgung Resteuropas. Es geht um den Preis. $268 pro 1000 Kubikmeter Gas will die Ukraine bezahlen. Aber Russland verlangt $500. Es hat dem Nachbarn alle Rabatte gestrichen. Ein irrwitzig hoher Preis. Im Durchschnitt zahlen Russlands Kunden $370. Dabei ist Gazprom kaum etwas so wichtig wie im Westen als ehrbarer Kaufmann zu gelten. Die Russen stecken Millionen in Werbung, sponsern sogar in der Bundesliga. Diesen eigentlich ganz ordentlichen Ruf will man natürlich nicht aufs Spiel setzen. Der ist jetzt aufs Spiel gesetzt worden durch die Ukraine-Krise. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum die russische Seite doch jetzt Geräusche macht, die in Richtung, sagen wir mal, Gesprächsbereitschaft deuten. Was Deutschland und die Ukraine vereint, ist der Wunsch, loszukommen vom russischen Stoff, nicht mehr abhängig zu sein. Nur dass sich die Deutschen langsame Entwöhnung verordnen und die Ukrainer kompletten Entzug. Zusammen mit der Europäischen Union werden wir die Energielandschaft Europas komplett verändern, indem wir jedem Zugang zum ukrainischen Gasleitungssystem erlauben, es gemeinsam betreiben mit unseren europäischen und amerikanischen Partnern. Auf lange Sicht hin kann man vielleicht sagen, dass man versucht, vom russischen Gas unabhängiger zu werden. Das kann allerdings nur eine langfristige Politik sein. Kurzfristig werden wir einfach damit leben müssen, meines Erachtens, dass wir noch die Erdgasverträge mit Russland erfüllen und dass wir russisches Erdgas beziehen. Ein Mann hat in Berlin kein einziges öffentliches Wort gesagt, der mächtigste Mann, Gazprom-Chef Mehler. Putins eiserner Konzernchef kommt, schweigt und hört zu. Wenn ihm nicht gefällt, was gesagt wird, legt er übermorgen den Schalter um auf Null. Und zum Schluss